Moin, wie wir hier im Ammerland sagen. Herzlich willkommen im evangelischen Haus in Westerstede im niedersächsischen Ammerland. Westerstede liegt ein paar Kilometer nordwestlich von Oldenburg. Nun wissen Sie, von welchem Ort aus ich Sie begrüße und willkommen heiße. Begrüßen möchte ich auch Wolfgang Obenland, ganz herzlich willkommen, unseren Gast aus Bonn, der für das Global Policy Forum arbeitet, eine internationale Nichtregierungsorganisation, die kritisch auf die Vereinten Nationen schaut. Schön, dass Sie hier sind und von Bonn aus nach Niedersachsen, nach Westerstede gekommen sind. Das Global Policy Forum, für das Sie arbeiten, versucht durch bessere Informationen der Öffentlichkeit größere Transparenz herzustellen. Das ist auch unser Anliegen, denn wir fragen uns, wer kennt eigentlich die SDGs, die Sustainable Development Goals auf Deutsch? Wer kennt eigentlich die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die im September 2015 in New York von 193 Regierungschefs unterzeichnet worden sind und absolut verbindlich sind? Wolfgang Obenland ist absoluter Fachmann auf dem Gebiet der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Er hat dieses Buch hier geschrieben und kennt sich logischerweise hervorragend aus. Herr Obenland, woran liegt es denn, dass, wenn man so in Deutschlands Fußgängerzonen mal fragt, was sind denn die SDGs, dass nur so wenige Menschen mit diesen verbindlichen Zielen der Nachhaltigkeit etwas anfangen können? Das liegt daran, dass das Thema einfach ein sehr komplexes ist. Wenn wir uns angucken, es gibt 17 Nachhaltigkeitsziele, 17 SDGs. Die gehen von Themen der Armutsbekämpfung bis hin zu Fragen der gerechten Justizverwaltung sozusagen und zwischendrin alles, was mit Wirtschaft, sozialer Gerechtigkeit und Umweltschutz zu tun hat. Dass wir jetzt nicht verlangen können, dass alle Menschen auf Zuruf sozusagen diese 17 Ziele uns aufsagen können, ist erstens nicht verwunderlich, zum Zweiten aber auch gar kein großes Problem, weil darum geht es bei den SDGs nicht. Es geht ja nicht darum, dass die Leute anfangen, auswendig zu lernen, was irgendwelche Regierungen in New York sich ausgedacht haben. Sondern worum geht's? Es geht eigentlich darum, dass die SDGs uns einen politischen Rahmen geben, der uns dazu befähigt, endlich die Dinge anzupacken, die wir in unseren unterschiedlichen Zusammenhängen schon immer wichtig fanden. Also wenn wir uns schon immer für soziale Gerechtigkeit eingesetzt haben, dann geben uns die SDGs jetzt zusätzliche Argumentationsspielräume und zusätzliche Forderungsmasse gegenüber der Politik. Die Politik hat sich zu den Zielen bekannt, hat gesagt, sie wollen die gerne umsetzen und jetzt können wir sie daran messen. Das ist die eine Funktion, die die SDGs uns gibt. Die andere ist, dass die SDGs natürlich auch bestimmte politische Prozesse, muss ich sagen, uns geben, die es uns erlauben, ganz direkt mit Politikern und Politikerinnen ins Gespräch zu kommen und dort auch unsere Forderungen zu formulieren und dann aber auch konkret an der Umsetzung mitzuarbeiten. Und das geht wirklich von der globalen Ebene bis runter auf die lokale. Also zum Beispiel tagt in 3 Wochen in New York das High-Level Political Forum on Sustainable Development. Das ist eine große internationale Veranstaltung. Da kommt die Welt zusammen. Ja, so grob. Also ein Teil der Welt kommt halt zusammen nach New York und redet darüber, wie die SDGs global gesehen umgesetzt werden sollen, können und was da vorangeht, wo es Schwierigkeiten gibt und so weiter. Einen ganz ähnlichen Prozess gibt es auch auf Bundesebene, dort im Rahmen der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Auch da gibt es eben eine Strategie, es gibt Ziele, es gibt Indikatoren, die messen sollen oder mit denen gemessen werden soll, ob die Ziele auch erreicht werden. Und es gibt natürlich Umsetzungsprozesse. Da gibt es Konferenzen zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie, sind auch am Stellen eingerichtet worden, nicht in allen Bundesländern, aber in 4 Regionen im Norden zum Beispiel auch, nennt sich Rennstellen, die Zivilgesellschaft dabei unterstützen sollen, sozusagen sich an der Umsetzung der Nachhaltigkeitsagenda zu beteiligen. Und genauso gibt es mittlerweile in vielen Kommunen eben auch schon Prozesse und auch sehr ausgefeilte Strategien, wie Nachhaltigkeit hergestellt werden soll. Und das alles ermöglichen uns die SDGs und das ist alles auch viel, viel wichtiger, als sozusagen die akademische Lehre zu verbreiten, wie die 17 Ziele aufgebaut sind, was dahinter steckt. Ich meine, man muss ja auch sagen, es sind nicht nur 17 Ziele, sondern auch noch 169 Zielvorgaben, wie es im Beamtendeutsch heißt. Unvorstellbar, damit kennt sich auch keiner in der Gänze wirklich aus. Okay, wie ist denn dann Ihr persönlicher Blick, also aus Sicht der NGO Global Policy Forum, auf die 17 Nachhaltigkeitsziele? Sie meinen, was ich davon halte, so grob gesagt. Ja. Ehrlich gesagt, Sie haben uns eine ganze Menge an politischem Spielraum eröffnet. Das muss man ganz klar sagen. Ohne die Prozesse, die zu den 17 Zielen geführt haben, die Diskussionen haben ja nicht 2015 angefangen, sondern 2012 spätestens mit der Rio+20 Konferenz und so weiter, muss man jetzt alles nicht ausbreiten.
Aber allein diese Prozesse geben uns eben im begrenzten Maße, aber immerhin Einflussmöglichkeiten, die wir ohne diese Prozesse nicht hätten. Wenn wir uns jetzt vorstellen, es gäbe keine 17 SDGs, es gäbe keine Nachhaltigkeitsstrategie, dann hätten wir deutlich dickere Bretter zu bohren. Auf der anderen Seite muss man aber auch aufpassen, dass man nicht in die Nachhaltigkeitsfalle rutscht, sage ich mal. Weil die Prozesse geben uns natürlich auch so eine Art Spielwiese, auf der wir uns austoben können. Die darf uns aber natürlich dann nicht davon ablenken, dass an anderer Stelle auch Entscheidungen getroffen werden, die mit diesen Nachhaltigkeitszielen und den Nachhaltigkeitsprozessen überhaupt nichts zu tun haben. Da findet auch kaum Kommunikation statt. Und wir dürfen uns sozusagen nicht so sehr von der Nachhaltigkeitsstrategie, von den Nachhaltigkeitszielen ablenken lassen, dass wir uns dann für die echten Probleme und für die echten Entscheidungsträgerinnen und für die echten Prozesse nicht mehr interessieren und da keine Zeit mehr reinstecken können. Das ist so ein bisschen die Balance, die wir da zu fahren haben. Werden wir das so ein bisschen konkreter? Sie stellen uns ja 4 Ziele in Ihrem Vortrag vor. Das ist einmal Ziel 1, keine Armut. Ziel 3, Gesundheit und Wohlergehen. Ziel 4 ist die hochwertige Bildung und Ziel 7 sind bezahlbare und saubere Energien. Wenn ich jetzt aber, Sie haben ja selber eben gesagt, mit diesen Zielen sind eben noch 169 Unterziele verbunden. Diese Ziele müssen dann wiederum heruntergebrochen werden auf Deutschland. Es sind Ziele, die die ganze Welt betreffen, aber wie knifflig ist es dann, jedes Einzelne auf Deutschland runterzubrechen? Ist eigentlich gar nicht knifflig, weil genau dazu sind die Unterziele oder Zielvorgaben ja genau da. Also wenn wir uns zum Beispiel Ziel 1 angucken und da die beiden ersten Zielvorgaben, na, also Ziel 1 hat die Überschrift, die Armut global gesehen zu beenden. Das erste Unterziel, also Ziel 1.1, heißt, dass die absolute Einkommensarmut bis zum Jahr 2030 von der Welt verschwinden soll. Das ist nun ein Ziel, was vermutlich, hoffentlich, global gesehen wichtiger ist als in Deutschland, weil das Ziel ganz dann ausdifferenziert oder ausbuchstabiert heißt schlicht und ergreifend, dass es keine Menschen mehr geben soll, die im Jahr 2030 von weniger als $1,90 pro Tag leben müssen. So. Hoffentlich gibt es in Deutschland niemanden, der in der Situation steckt. Ziel 1.2 aber, und da kommen wir dann sozusagen nach Deutschland, sagt, dass eben auch der Anteil der Armen an der Bevölkerung, der nach den jeweiligen nationalen Definitionen in Armut lebt, halbiert werden soll. Und dann wird es natürlich eine deutsche Sache, weil wie wir Armut definieren, da gibt es verschiedene Ansätze in Deutschland, es gibt Armutsgefährdungsquoten, es gibt materielle Deprivation und so weiter und so fort. Das ist eine urdeutsche Angelegenheit. Und wenn Deutschland seinen Verpflichtungen nachkommen will, die Bundesregierung, Angela Merkel war in New York bei dem Gipfel, bei dem die Ziele verabschiedet worden sind, wenn die Bundesregierung dieser Verpflichtung nachkommen will, heißt das, dass eben der Anteil der Armen an der deutschen Bevölkerung bis 2030 sich halbieren soll. Und das ist nicht ganz unambitioniert, wenn wir uns angucken, dass je nachdem, wie man es misst, auch in Deutschland doch ein erheblicher Anteil, vor allem von sozusagen gefährdeten Gruppen, doch arm oder zumindest armutsgefährdet ist. Wir können zum Beispiel sagen, dass alleinerziehende Mütter mit Kindern zu über 20% von armutsgefährdet sind. Wenn wir sozusagen diese 20% auf weniger als 10% reduzieren wollen, dann sind doch auch ganz gehörige sozialpolitische Anstrengungen nötig. Weil hier geht ja auch die soziale Schere auseinander. 5 Millionen Kinder sollen in Armut leben. Also insofern hat die Bundesregierung, hat dieses Land einfach auch durch diese SDGs, durch die Nachhaltigkeitsziele, in dem Fall eben Ziel Nummer 1, schon auch gehörig einen Umsetzungsdruck. Genau. Also durch Ziel Nummer 1 ganz besonders, aber auch Ziel, und da kommt dann so ein bisschen das Spezielle der SDGs ins Spiel. Es gibt ja 17 Ziele und die haben alle was miteinander zu tun. Also man kann jetzt nicht Ziel 1 getrennt davon von Ziel 3, was sich mit Gesundheitsversorgung beschäftigt, betrachten. Das heißt, Armut ist ja nicht nur Einkommensarmut, sondern Armut kann ja auch bedeuten, dass man keinen Zugang zu bestimmten sozialen Dienstleistungen hat. Oder dass Bildung deswegen nicht mehr funktioniert, weil Menschen arm sind oder weil Einkommensdifferenzen zu groß werden und diese Einkommensdifferenzen über Bildungserfolge mitentscheiden, wie es ja vor allem in Deutschland der Fall ist. Und da ist Deutschland, glaube ich, auch innerhalb der Industrieländer das Schlusslicht, was das angeht. Das heißt, wenn Kinder aus armen Familien eine deutlich geringere Chance haben, später mal ein Abitur zu machen und zu studieren, dann ist das ein Problem, was nicht nur mit Ziel 1 und Armut zu tun hat, sondern eben dann auch die Bildungssysteme betrifft. Und was dann eben auch was mit Ziel 10, und das ist wirklich ein Novum, auch im ganzen Kontext der Vereinten Nationen, dass eben über soziale Gerechtigkeit gesprochen wird. Weil in Ziel 10 wird auch noch das Ziel formuliert, dass die Ungleichheiten und da vor allem die ökonomischen Ungleichheiten in den Ländern reduziert werden sollen. Es ist sehr komplex, diese 17 Ziele mit 169 Unterzielen. Aber so wie Sie es jetzt erklärt haben, ist es eigentlich
doch durchschaubar, zumindest für mich. Und dadurch, dass es eben verbindlich ist, weil die Regierungen haben jetzt einen Rahmen, in dessen sie es umsetzen müssen, ist eigentlich doch relativ einfach. Ja, es ist auf der einen Seite relativ einfach, überhaupt einen Beitrag zu leisten. Also jeder kann sich sozusagen sein Steckenpferd vornehmen, kann einen sozialen Beitrag leisten, kann einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, kann einen Beitrag zu mehr Frieden auf der Welt leisten. Allerdings, und das ist das wirklich Neue an den SDGs, kommt sozusagen noch mal eine Ebene obendrauf, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir wirklich mal größere Fortschritte im Bereich der Nachhaltigkeit mit allen ihren Dimensionen erreichen wollen. Und das heißt, wir müssen uns verstärkt, und das ist auch was in der Vergangenheit nicht in dem Umfang zumindest geschehen ist, wir müssen uns verstärkt die Querverbindungen angucken zwischen den verschiedenen Nachhaltigkeitsdimensionen. Zum Beispiel im Umweltschutz ist es einfach nachgewiesen, dass ärmere Menschen stärker unter Umweltbelastung zu leiden haben, weil sie eben genau in den Stadtvierteln beispielsweise wohnen, in denen die ganz heißes Thema Stickstoffbelastung besonders hoch ist. Genau, der Dieselskandal. Der Dieselskandal ist auch in Deutschland ein Thema. Und diese Zusammenhänge zu erkennen und dann eben auch festzustellen, dass eben Umweltschutz nicht nur deswegen nötig ist, weil wir die planetaren Grenzen einhalten müssen, sondern eben auch, weil damit größere soziale Gerechtigkeit hergestellt werden kann. Genauso ist es aber auch zum Beispiel so, dass wir, wenn wir die Umwelt schützen wollen, auch beim Umweltschutz auf soziale Gerechtigkeit achten müssen. Es erreichen uns auch ab und zu mal wieder Beispiele davon, dass im Windradbau auch nicht immer alle Sozialstandards eingehalten werden und dass es auch dort Lohn und sonstiges Dumping unbedingt gibt. Ja. Solche Dinge haben dann eben auch ihre Berechtigung und auch da müssen wir nachhaken. Und es gibt noch viel größere Bereiche, wo es dann wirklich auch dann richtig kompliziert wird. Mhm. Braunkohleausstieg zum Beispiel, das ist natürlich ein Thema in Bonn, was da heiß diskutiert wird. Nicht weit von uns sind die großen Braunkohletagebau in Nordrhein-Westfalen. Und das muss, man kann jetzt natürlich fordern, oder wir sind uns vermutlich viele einig, dass der Braunkohletagebau und die Braunkohleverstromung aufhören muss. Die Frage ist aber, wie kriegen wir das denn so hin, ohne die Menschen, die in der Braunkohleindustrie arbeiten, sozusagen einfach vor die Tür zu setzen. Da muss es einen organisierten Übergang geben, da muss auch Geld in die Hand genommen werden. Und genau wie die Zusammenhänge darstellbar sind und wie man da politische Lösungen findet, die sozusagen nicht nur in die eine Kerbe hauen, sondern gleichermaßen alle Dimensionen berücksichtigen wollen. Das ist die neue Aufgabe, die die SDGs für uns formulieren. Das versuchen wir ja hier im Ammerland jetzt über die Zivilgesellschaft so anzustoßen, mal so eine Richtung aufzunehmen. Menschen sind ja mit konkreten Ideen am ehesten zu begeistern. Und das wäre so meine letzte Frage. Können Sie uns doch irgendwas mitgeben aus der Welt, wo Menschen aus der Zivilgesellschaft andere aufgrund ihrer Idee mitgenommen haben und die SDGs in ihrem Sinne auch umgesetzt haben? Für mich ist tatsächlich das Wichtigste, also es gibt zwei Dinge. Zum einen gibt es natürlich ganz, ganz viele auch lokale Initiativen, die teilweise Dinge tun, auf die ich nie im Leben gekommen wäre, die auch einen Beitrag zu mehr sozialem Miteinander und auch dann zur Nachhaltigkeit liefern. Sie kennen das vielleicht, es gibt in ganz vielen oder fast wahrscheinlich allen deutschen Großstädten mittlerweile City Gardening-Initiativen. Das heißt, dass Beete angelegt werden, wo vorher vielleicht eine Brachfläche war. Das leistet tatsächlich einen messbaren Beitrag zur Nahrungsmittelversorgung. Man mag es kaum glauben, es leistet einen Beitrag zu größerem sozialen Zusammenhalt. Und das ist tatsächlich auch ein globales Phänomen. Das ist jetzt nicht irgendwas, was es nur in irgendwelchen Hippie-Kommunen in Berlin gibt, sondern wirklich um die ganze Welt. Und die Art von Beispielen breiten sich tatsächlich aus, natürlich jetzt auch durch die neuen Möglichkeiten, die wir in der Kommunikation haben. Das ist das eine. Das andere, was mir aber eigentlich noch tatsächlich größeres Anliegen ist, ist, dass die Leute die SDGs zum Anlass nehmen, um politisch aktiv zu werden. Weil wir müssen einfach sehen, die Hauptverantwortung dafür, die Nachhaltigkeitsziele umzusetzen, tragen tatsächlich nicht die Zivilgesellschaft und nicht die Wirtschaft, sondern die tragen immer noch, auch wenn sie das nicht unbedingt immer gerne einsehen wollen, die Regierungen. Das heißt, ich muss jetzt in die Parteien eintreten. Ob Sie in die Parteien eintreten wollen, das überlasse ich Ihnen. Aber Sie müssen Ihre Stimme hörbar machen. Mhm. Und wir müssen auch uns dafür einsetzen, dass Bürgerinnen und Bürger mehr politische Mitspracherechte dort kriegen, wo sie eben auch was beizutragen haben, was Substanzielles. Und auf der kommunalen Ebene sind die Gegebenheiten auf jeden Fall schon da, dass das der Fall sein sollte. Das heißt, man sollte jetzt nicht einfach nur sein Beet anlegen und damit zufrieden sein, sondern man sollte sich vielleicht dafür einsetzen, dass die Idee, die hinter dem Beet steckt, dann nachher auch von der Stadtverwaltung aufgegriffen wird. Man sollte da vielleicht seine Bürgermeisterin, seinen Bürgermeister auch dazu anhalten, die eigenen Probleme dann vielleicht nach Berlin zu tragen, auch mal dort aktiv zu werden. Es gibt eine ganze Reihe von Bürgermeistern, die dann auch beim High-Level Political Forum auftreten werden. Das sind jetzt natürlich eher die Großstadtbürgermeister, sage ich mal. Also ich weiß, dass mein Oberbürgermeister aus Bonn dahin fahren wird. Aber so sozusagen auch die Ebenen miteinander zu verknüpfen, das braucht politischen Willen. Und der kommt nicht aus nichts, sondern der wird normalerweise von Bürgerinnen und Bürgern sozusagen geschaffen.
Das heißt, solange wir unseren Politikerinnen und Politikern so lange auf die Füße treten, bis die sich bewegen müssen, weil sie sonst Angst haben, dass sie nicht mehr gewählt werden, dann haben die SDGs wirklich was gebracht. Ja, herzlichen Dank an Wolfgang Obenland von der Nichtregierungsorganisation Global Policy Forum aus Bonn. Ganz vielen Dank für dieses Gespräch. Sie sind einer der Fachleute für die 17 Nachhaltigkeitsziele für die SDGs der Vereinten Nationen. Die evangelische Erwachsenenbildung und Engagement global, nämlich mit der Außenstelle in Hamburg, kooperieren in diesem Projekt, das wir genannt haben, die SDGs. Also Sie wissen jetzt, was sich dahinter verbirgt, nämlich die Nachhaltigkeitsziele hier im Ammerland, in dem ein ganz klein wenig nach außen getragen werden soll, wie wir hier im Ammerland versuchen, die SDGs umzusetzen. Machen Sie mit, wir machen auf alle Fälle weiter. Tschüss.